Herzlich willkommen zu diesem achten Video aus meiner Reihe zu Shotcut. Und hier geht es jetzt darum, einzelne Teile von Videoclips transparent zu machen für jene Clips, die sich darunter befinden. Also es werden Teile durchsichtbar. Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis wieder darauf. In meiner Videoreihe habe ich im ersten Video grundlegende Kenntnisse zusammengefasst. Kurz und prägnant, eine Einführung in Shotcut. Und wenn du dieses Video anschaust, wirst du vielleicht nicht sofort alles verstehen, wenn du die Basics nicht drauf hast. Deswegen, wenn du jetzt vielleicht ein bisschen aussteigst, dann schau dir bitte das erste Video an und dann komm zurück zu diesem Video hier. Ja, wir starten wieder mit dem Projekt. Der Projektname ist bei mir 08, das ist mein achtes Projekt. Und hier die Einstellungen zum Videomodus und zum Projektordner habe ich ja schon erklärt im ersten Video. Und wir können loslegen wie immer. Ich gehe auf Datei öffnen. Hol mir entsprechend hier diese Dateien, mit denen ich arbeiten möchte. Er hat hier gleich wieder angefangen, das Programm. Und damit ich arbeiten kann, baue ich mir jetzt wieder eine Audiospur ein, füge ich ein. Ich kann auch das hier machen natürlich. Füge eine zweite Videospur ein und eine weitere Videospur, und damit ich hier unten diese Zeitleiste besser sehen kann. Du weißt es, ich fahre hier herauf, habe jetzt hier einen besseren Einblick, hole mir dann die MP3-Datei da herein. Könnte ich gleich ganz zum Anfang schieben. Ein Video soll auf den Anfang auch mit Musik begleitet sein. Schalte das momentan aber mal auf Stumm. Dann hole ich mir die entsprechende Datei herein. In dem Fall hier mein MP4-Video. Hole mir dann eine Grafik herein. Die gebe ich jetzt mal an den Anfang. Und eine zweite Grafik, die ich hier mal herlege. Also ein kürzeres Video momentan. Ja, und starten tue ich ja immer damit, dass ich hier dann verschiebt das vielleicht ein bisschen nach außen. Ja, das hier ebenfalls. Dass ich hier einen Titel einfüge, und dazu mache ich hier natürlich einen Cut in dieses Bild, weil ich ja den Text nicht im ganzen Bild dargestellt haben möchte, sondern nur am Anfang. Wähle hier wieder, wie du weißt, gehe ich zu Filter, hole mir einen Videofilter, und in dem Fall ist es ja dann Text einfach, wie wir es in den vorgehenden Videos ja auch schon gesehen haben. Füge hier dann einen entsprechenden Text dann ein, ja, Teile von diesen, jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe das jetzt hier eingefügt. Wenn du hier herschaust, hier wäre das jetzt, nehmen wir mal von hier, da können wir gleich das sehen, wie man das ausbessert. Gehe hier auf Machen, habe das jetzt hier eingefügt, bin da sehr flexibel, jetzt würde hier dieser Text angezeigt werden. Ich kann aber jetzt natürlich hergehen und kann mir diesen Filter hier nehmen. Markiere das hier, gehe jetzt hierher, da habe ich ja momentan keinen Text, kann ihn hier jetzt einfügen. Jetzt würde dieser Text hier eingeblendet werden, gehe wieder zurück und kann dann hier dementsprechend da diesen Text, diesen Filter sogar löschen und habe dementsprechend nur noch hier den Text und nicht mehr hier. Ja, war nicht ganz geplant, aber man sieht, man kann das leicht ausbessern. Ja, und jetzt bin ich so weit, dass ich diesen Chroma Key anwende. Da kann ich wieder hier den entsprechenden Clip auswählen. Schau, dass ich hier auf Filter bin, gehe jetzt hierher, gebe den Videobereich hinein und will mir jetzt hier Chroma Key einfach. Chroma Key einfach funktioniert so: Man sucht sich hier eine Schlüsselfarbe, entweder gibt man sie so ein über dieses Auswahlmenü oder ich suche mir eine direkt im Bild. Das wäre jetzt zum Beispiel hier. Da könnte ich jetzt hierher gehen, könnte da in den grünen Bereich hinein klicken. Je nachdem, wie scharf ich das praktisch einstelle, diesen Filter, werde ich jetzt dementsprechend, ja, das, was darunter ist, dann sehen. Wenn ich jetzt das hier starte, hier stelle ich auf lautlos wahrscheinlich, dann habe ich hier das noch so. Dann komme ich in das Video hinein und man sieht, dass dann im Hintergrund dann dieser Regen, den man hier sieht, dann durchschaut. Jetzt haben wir nur den Regen, jetzt sieht man praktisch dann nur noch den Bereich, da ist dieses Bild, und da außenrum, weil dieses Bild nicht groß genug ist, sich das hier dann noch ebenfalls so durchhuschen. Was kann ich jetzt machen? Ich möchte das noch einmal probieren. Jetzt nehme ich in dem Fall hier diesen blauen Bereich dazu. Gehe jetzt hierher, wähle wieder den Chroma Key aus, gehe zu Video, Chroma Key einfach, gehe wieder hierher, suche meine Schlüsselfarbe aus. Nehme ich mal das Blau hier. Dann wird hier einiges betroffen sein, weil einiges hier in diesem Bild ist blau. Ich starte das dann hier. Gehe hier im Vorschaufenster und man sieht dann, dass man da hier in dem Himmel, in dem blauen Bereich, das hier sehen kann. Ja, damit hätte man es eigentlich schon fast geschafft. Ich mache jetzt hier nochmal einen
Cut in die obere Videospur, die untere und ganz unten gehe ich aber dann hierher, ans Ende. Ja. Kann man so ein bisschen verschieben, ein bisschen Feinarbeit. Habe hier diese MP3-Datei, diese Audio-Datei, cut das hier auch, das gebe ich hier weg, dass ich dann ein schönes fertiges Video habe. Wähle das mir hier oben aus, wähle mir jetzt einen weiteren Filter aus, klicke auf Plus. Du weißt, was jetzt kommt. Jetzt kommt Text einfach. Und bei Text einfach gebe ich immer ein. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ja, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Du siehst, wir haben wieder in kurzer Zeit ein fertiges Video produziert mit einem Chroma Key dementsprechend. Und jetzt danke für die Aufmerksamkeit. Ich könnte jetzt auf Exportieren gehen wieder, wie immer, auf Standard YouTube und klicke hier auf Exportieren und das Video kann auch schon produziert werden. Wir sehen uns jetzt hoffentlich dann beim 9. Video, wenn es um die Deckkraft von Clips geht. Bis zum nächsten Mal.